Ja, herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play Video. Es ist ein Let's Play zu Star Wars Battlefront 2. ja, ich bin etwas krank in letzter Zeit. Also nur ein bisschen. Die Ego-Perspektive erstmal mag ich nicht, weil das ist mir etwas Nettes passiert. Ein Gegner von mir, der hat die Ego-Perspektive anscheinend angehabt, weil ich das weiß. Nun, das ist ganz einfach. Er hat mir den Rücken zugewandt und ist daraufhin leider von mir abgeschossen worden. Also er wäre sowieso von mir abgeschossen worden. Allerdings, weil er die Ego-Perspektive anhatte, hat er nicht einmal mitgekriegt, dass er von mir abgeschossen wird. Ja. Was das jetzt sollte, weiß ich nicht genau. Das ist wohl Star Wars Battlefront. Er hat irgendwie das Ganze nochmal laden müssen. Ja, es dauert jetzt noch. Ja, jetzt geht's los, denke ich mal. Oder es bricht wiederum ab. Jedenfalls, ich laufe jetzt erstmal hier entlang und erfreue mich momentan noch bester Gesundheit. Ich ziehe persönlich den normalen Sturmtrupp vor, weil der ist wirklich normaler als die anderen. Der hat nicht irgendwelche speziellen Elektrowaffen. Oder ja, ich wollte euch eigentlich zeigen, wie man rollt. Aber das funktioniert nicht. Möglicherweise, weil ich jetzt neue CD drin habe. Ich stelle einfach mal ein, dass man mit Shift rollt. Und ja. Jetzt, na bitte, es geht. Und wir haben jetzt hier oben einen anvisierten Gegner. Was das bringt, weiß ich nicht. Jedenfalls ist er tot, aber er wäre auch süchtig gewesen. Man sieht jetzt schon hier meinen extra Fail mit der Granate. Das habe ich nicht für euch gemacht. Das ist mir wirklich passiert. Es ist kaum zu fassen, aber ich habe die Granate über die Brücke ins Wasser geworfen. Ja, für Star Wars-Kenner, man muss kein Star Wars-Freak sein, um zu erkennen, dass das Kamino ist, die Geschichte mit den Klonen und so. Ja, das ist alles sehr Science Fiction. Im Gegensatz, im grotesken Gegensatz dazu ist natürlich jetzt die Grafik nicht so umwerfend. Man hat hier nicht das totale Halo, Skyrim-Erlebnis, aber ich finde, das Spiel ist so auch wirklich sehr gut eigentlich, mehr oder weniger, auch mit dieser scheiß Grafik. Also mir macht's immer wieder schon Spaß, einfach mal die CD reinzulegen, und das Spiel ist alt, das gebe ich schon zu. Das ist aus, ich schätze mal, 2007 oder so. Aber ja, das macht mir einfach immer wieder einfach so Spaß. Das ist etwas, was mir niemand nehmen kann. Das ist etwas, was ich gerne habe. Das, ja, da könnt ihr mir noch so viel davon erzählen, dass Halo einfach so eine tolle Grafik hat. Das ist schon wahr, Halo hat eine tolle Grafik, aber dieses Gefühl, was man bei Halo definitiv nicht hat, dass man herumrennt auf gegnerische Leute zu und die einfach alle killen kann, ohne zu sterben. Ja, man könnte jetzt hier Boba Fett nehmen, aber das will ich eigentlich nicht. Ich zeige euch jetzt mal den normalen Scharfschützen. Der ist fast ganz normal. Nicht ganz so normal wie der normale Sturmtrupp, aber immer noch ziemlich normal. Ja, das ist einfach. Man sieht hier auch, der Regen sieht nicht optimal aus. Ja, irgendwelche Zocker-Freaks oder so, die glauben, sie müssen da mehr das Gefühl haben, sie haben eine Realität im Computer. Da ist das Spiel wirklich nicht zu empfehlen für. Aber für so Leute, die einfach mal Spaß haben wollen am Spielen und es ist schon toll, die KI ist, ja, die KI, wenn man es offline spielt gegen den Computer, wenn man die KI auf schwer stellt, dann, naja, man hat immer noch nicht das Gefühl, man spielt wirklich gegen irgendwas, was lebendig ist oder so. Also, aber es ist immer noch irgendwie etwas, was Sinn macht, wenn man die KI auf normal stellt. Ja, bitte selber schuld. Es ist schon wahr, dass das Spiel dann ziemlich einfach ist. Weil man kann es nicht wirklich Intelligenz, also KI steht ja für künstliche Intelligenz, man kann es nicht wirklich Intelligenz nennen. Es ist mehr
Achtung. Ja, man hat jetzt hier genau gesehen, ich habe mich gerade etwas vertan mit der Waffe, deswegen wurde ich dann auch getötet. Ich habe unabsichtlich diese schwache Pistole genommen. Im Vergleich zum Scharfschützengewehr ist das natürlich ziemlich dumm. Ja, aber ich bin auch nicht so der Scharfschütze, der hinten steht, feige und irgendwie alle in die Weißglut treibt, weil sie herumlaufen, gerade was tun wollen und dann sterben. Also, sehr zu meinem Widerwillen habe ich das gerade getan oder auch nicht. Ich glaube, ich habe niemanden getroffen. Jedenfalls, normalerweise bin ich mehr der Scharfschütze, der einfach die Tatsache, dass er ein Gewehr hat, ausnutzt, mit dem er mit einem Schuss Leute killen kann, so wie jetzt. Und vorrennt. Man sieht dann auch schön, was ich hier gegen all meine Gegner ausrichte. Mehr oder weniger einen Scharfschütze gegen einen Monstertrupp. Ja, da war jetzt so ein wirklich fieser, unsichtbarer Gegner. Die können wirklich überhaupt nichts, wenn sie unsichtbar rumrennen oder sie nutzen einfach ihre Fähigkeit. Ja, hier hat man jetzt schön gesehen, wie das so mit diesem Schrotgewehr ist. Zudem später nochmal. Das ist der Vorteil vom Schrotgewehr, man schießt einmal und killt ihn. Das ist etwas, was die Feinde des Schrotgewehrs ziemlich hassen, würde ich mal sagen. Wobei das auch so beim Scharfschützengewehr ist, aber beim Scharfschützengewehr macht Spaß, beim Schrotgewehr. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Maschinengewehr und Scharfschützengewehr und das ist einfach... Ja, da haben meine Leute anscheinend gerade nochmal so die Fahne gekriegt. Werde ich mal schauen, dass sie nicht gleich drauf gehen wiederum und die Fahne zu weit kommt. Ja, da sieht man es natürlich wiederum. Der hat jetzt eine schöne Deckung und wird gekillt. Die meisten mit der Fahne sind noch so feige, dass sie erst vorlaufen, wenn andere sich für sie geopfert haben. Und ja, das ist natürlich etwas, was wirklich schade ist. Wie die da geschlossen als Team funktionieren, das ist mir immer ein Rätsel. Das war mir noch nie so. Die rennen dazu 5, 6 oder so. Das hat man früher mal Abstauben genannt. Ja, das ist uns jetzt sehr schön, das waren alles meine Kills und jetzt muss ich nachladen und das habe ich gemacht. Hier ein Schrotgewehr-Heini, der mich gekillt hat. Wahnsinnig kreativ, mit einem Schrotgewehr zu treffen, das, ja, das ist, naja, ich habe sowas nicht nötig, mit Leuten auf Schrotgewehre zu schießen. Ich schieße mit Scharfschützengewehren und Maschinengewehren, weil das ist viel effektiver. Ich probiere jetzt mal dieses, ja, nicht mein Kill, dieses Oberfeige sich irgendwo verstecken und davor noch ein Autogeschütz aufzustellen und damit keine Gegner herkommen und dann ein bisschen getroffen zu werden. Das war eigentlich nicht Sinn und Zweck der Aktion und auch nicht runterzufallen. Dann mit dem Scharfschützengewehr hier das typische Scharfschützenstil nachzumachen, Gegner suchen und die zu killen, ja. Das ist natürlich relativ schwierig, wenn keine Gegner da sind, die man killen kann. Ich bin jetzt nicht der Typ, der nur weil keine Gegner da sind, seine Leute abschießt. Jetzt ist die Fahne hier und die Gegner haben gepunktet. Das bedeutet, es gibt hier gleich wieder Gegner. Ja, bitte, hier kann man gleich mal ein bisschen rumballern. Ja, die Scharfschützensachen sind auch recht lustig. Schau, da kommen sie wiederum mit einem Trupp von 6 Leuten. Wie soll man die aufhalten? Ja, ich schaff's zwar seinen Geleitschutz zu killen, aber nach 2, 3, mal schnell rübergehen. 4. Mit dem vierten Schuss habe ich ihn erwischt oder ich habe ihn nicht erwischt. Das wäre ziemlich deprimierend, weil ich ihn nicht erwischt habe. Sagen wir, ich habe ihn erwischt. Ich gehe jetzt aber runter, weil dieses ewige Feige da oben rumstehen, das taucht mir einfach nicht. Ich fühle mich schnell eben und man. Es ist ein Unterschied zwischen Feigheit und Dummheit. Ich bin sicher, das hat Obi-Wan auch irgendwann mal gesagt. Nein, ich bin wirklich kein Star Wars Freak. Ich gebe zu, ich mag die Filme, aber ich finde auch, dass es für ihr Alter wirklich großartige Filme sind. Ja, da hat man jetzt schön gesehen den Scharfschützen im Nahkampf. Mal sehen, ob ich den fahrenden Typen da etwas unterstützen kann. War doch ein Wookiee. Ja, genau, da ist der Wookiee. Den werde ich jetzt erstmal ausschalten, damit er einen Raketenwerfer. Ja, diese Raketenwerfer haben natürlich so etwas an sich, so etwas Raketisches. Ja, die Fahne habe ich auch nicht gekriegt und die zwei Typen rennen davor. Und das finde ich eigentlich ziemlich unfair.
weil ich habe keine Lust jetzt auf eine Verfolgungsjagd durch das ganze Level. Ja, das sieht jetzt natürlich blöd aus. Ich habe dabei nachgeladen. Ah, da sind sie, aber ja, mein Schuss ging daneben und hier rennt der nächste gleich noch. Also sind sie jetzt zu dritt. Und wo zur Hölle sind meine Spieler? Ja, die sind irgendwo. Ja, der Typ versteckt sich jetzt noch da. Ja, ich weiß nicht, wann er endlich mitgekriegt hat, dass da jemand ist, der ihn abschießt. Und warum er jetzt vor mir davon rennt, das hat er jedenfalls bereut. Und der Typ da vorne, mal sehen, ob ich die alle noch ausschalten kann. Ja, also mein Tipp bei dem Spiel, trainiere im Scharfschützen den Rücken zu. Selbst wenn du denkst, du kannst zu ihm davon laufen, das kannst du nicht. Ja, den Kollegen habe ich noch gekillt, aber den fahrenden Typen nicht. Ich hoffe mal, den werden jetzt meine Mitspieler killen, weil sonst wäre das auch traurig. Ja, da sieht man es wiederum schön. Die Leute, die wirklich herumrennen, die sterben auch nicht. Die haben es echt drauf, ja. Ich hätte jetzt eigentlich beinahe diesen Sturmtrupp killen sollen, weil das ist so schlecht gewesen. Ja, den Schrotgewehr, ich hoffe, ich schaffe den auch noch zu killen. Den muss ich einfach killen. Der, ja, da sieht man es wiederum, Scharfschütze den Rücken zukehren. Äußerst dumm. Das hat er bereut. Ja, hier kommt jetzt gleich der nächste und dann noch einer. Mal sehen, was ich da noch ausrichten kann. Ja, ich gegen 3, 4, 5. Ja, ich gegen 5 Leute mit nur noch 3 Leben, das geht einfach nicht. Was haben die jetzt gerade aufgeführt? Wie auch immer. Ich allein gegen 5 Leute geht nicht, wenn ich kaum noch Leben habe. Ja, das wäre bei einem anderen Spiel von mir mal gegangen. Da waren alle so schlecht. Die haben zwar Scharfschützen gehabt und diese dunklen Truppen und das alles, die mit dem Elektrowerfer und so, nur die haben und Raketenwerfer, Leute. Die haben das alle nicht benutzt. Also, die sind alle nur mit den schwachen Pistolen rumgelaufen. Da konnte ich zu so einem Gang gehen, wo wirklich 20 Gegner drin waren und keiner von mir. Und ich habe alle gekillt, wirklich alle, ganz alleine. Selbst wenn dann noch 3 von hinten gekommen sind, habe ich mich umgedreht und die gekillt. Das ist auch ein Grund, warum ich die Ego-Perspektive nicht mag. Da kriegt man sowas einfach nicht zu gescheit, wenn man angeschossen wird oder abgeschossen wird. Ja, ich habe jetzt auch das Spiel auf insgesamt 20 Minuten eingestellt, weil, ja, da habe ich gerade schön das Geschütz erledigt. Weil in dem einen Spiel, wo eben all diese Gegner so schlecht waren, dass ich insgesamt am Ende 400 Kills hatte. Nein, ich hatte die 400 Kills nicht nur, ja, den Scharfschützen habe ich jetzt gerade verfehlt. Ich hatte die nicht nur, weil das Spiel so lange gedauert hat, es hat sehr lange gedauert, aber ich hatte sie eben auch, weil die Gegner einfach nicht gescheit waren. Das war theoretisch so, der Spieler, der das gemacht hat, hat sich gedacht, das geht schon ohne, dass er ein Zeitlimit einstellt, oder er wollte kein Zeitlimit einstellen, vielleicht mag er einfach keine Spiel auf Zeit, das kann ich schon verstehen. Ui, das war jetzt gerade ein Explos. Ja, hier das Geschütz ausschalten, hier den und bumm, das war gerade eben sehr faszinierend. Bitte man beachtet, ich bin unter dem Planeten. Oder eigentlich nur unter Wasser im Planeten drinnen. wenn ihr wissen wollt, was das war, falls ihr es nicht erkannt habt, ein Raketenwerfer und ein Scharfschützenstrahl haben mich gleichzeitig getroffen. Und hier sieht man sehr schön den Regen unter Wasser. Und hier den Regen über Wasser. Also, so viel zum Thema Grafikfehler. Ja, ich finde das Ganze, ja, es hat, ist natürlich verbesserungswürdig, aber für ein Spiel aus 07, 06 vielleicht sogar oder 08 halt, irgendwann da wird es wohl gewesen sein, finde ich es relativ gut und das, es laggt auch nicht, wie man jetzt sehr schön sieht. Ich habe heute Morgen versucht, ein Let's Play Video zu machen, also ist es eigentlich nicht mein erstes, sondern mein zweites, wo ich allerdings einen ziemlichen Lag drin hatte und deswegen habe ich es dann noch nicht genommen. Ja, Scharfschützen, die den Rücken zukehren, sehr gut, Scharfschützen, den Rücken zukehren, nicht gut, außer so wie jetzt, also es ist nicht, es ist sehr gut eigentlich, den Scharfschützen den Rücken nicht zuzukehren, aber es ist noch besser, ihnen den Rücken zuzukehren, da habe ich weniger Arbeit, nein, mein Scherz. Nur man sollte auch nicht als Verbündeter in das Schussfeld eines Scharfschützen rennen, so wie der Sturmtrupp.
Luftdruck gerade eben vorhin das getan hat, das ist auch relativ antisinnvoll. Ja, man sieht jetzt hier so einen traurigen Rebellentrupp und hier einen traurigen Rebellentrupp, der überlebt überhaupt nur einen Schuss. Und hier schießt schon wieder ein trauriger Rebellentrupp mit seinem Schrotgewehr. Ja, da hatten wir das ja schon gesehen, den Nachteil von einem Schrotgewehr, es lädt ziemlich lange nach. Ja, der kommt sich jetzt toll vor, weil er meinen ganzen Schüssen ausgeglichen ist. Jetzt habe ich ihn völlig gekillt. Und hier hat jetzt schon wieder so ein Feuertypi, seine Fahne, die sind die unsichtbaren. Ja, ich werde jetzt einfach da die schöne Elektrowaffe, eigentlich war das ja nicht der Kill von dem Gegner, sondern von diesem wahnsinnig netten dunklen Heini, den nehme ich jetzt auch mal, nur um das mal kurz auszuprobieren, wie das mit diesen Elektrowaffen ist. Außerdem haben die Typen echt coole Jetpacks, wie ich euch hier gleich zeigen werde. Man rennt hier lang und dann reicht es einem mit Rennen und man nimmt diesen Jetpack und man ist am Ziel, bevor man überhaupt losgeflogen ist. Naja, okay, so ist es auch nicht, aber ja, man nimmt natürlich gegen die Gegner, wenn viele Leute von einem da sind, am besten die normale Kommandopistole und dann erst diesen Elektroschocker, weil wenn man den Elektroschocker verwendet, während die Gegner noch da sind, also deine Leute, dann tötet sie. Und anscheinend ist diese Elektro, also die Elektrotruppe einfach so schwach, dass ich jetzt lieber wieder meine gute alte Sturmtruppe nehme. Genug gescharfschützt, genug geelektrosiert, jetzt wird gestürmt. Ja, auf dem Planeten stürmt es auch, allerdings meine ich das andere Stürmen, das wo man sich auskennt, wo man hin muss. Ich finde ja die Karte in dem Level eine Zumutung, die ist nicht wirklich anzeigend beim Capture the Flag, wo die Gegner sind oder wo die Fahne ist oder so. Und man weiß überhaupt irgendwie nicht, wo der Gegner mit der Fahne ist. Da passiert es teilweise einfach so. Oh Mann, wir haben immer noch keinen Punkt. Da passiert es teilweise einfach so, dass man, ja, dass man die Typen mit der Fahne nicht findet und die dann einfach bei einem in der Basis sind. Jetzt sind wir wieder sehr schön, dass ich einfach an dem normalen Sturmtrupp bleiben kann. Er hat gerade eben 4 Rebellen-Heinis im Alleingang getötet, mehr oder weniger, also mit diesem Sturmtrupp an der Seite. Ich finde das auch immer sehr schön, wenn man weiß, dass man nicht ganz allein ist und dass irgendwer da ist, um einem zu helfen. Hier jetzt wiederum Gegner, die kill ich mal so. Oh, ein Wookie und ja, da ist noch ein Wookie, der hat vermutlich gerade meinen Verbündeten gekillt, was ich sehr unfair finde. Der hat mir echt gefallen. Ich hatte in dem Spiel, was so ewig lang gedauert hat, auch einen sehr tollen Verbündeten, dem habe ich einfach Gegner überlassen können, während ich einen Punkt gemacht habe. Und ich war mir sicher, dass sie nicht von hinten nachkommen werden, die Gegner meine ich, der Verbündete schon. Ja, das ist das Problem, renn nie vor einen Wookie. Das könntest du eventuell bereuen. Hat der gerade seinen eigenen... Ja, dann hat der Rebell gerade eben den Wookie getötet, der mich getötet hat. Dafür müsste ich dem Rebellen eigentlich dankbar sein. Bin ich aber nicht, weil ich will diese Kills selber machen. Wenigstens haben wir es jetzt geschafft, haben meine Mitspieler es geschafft, diesen Punkt zu machen, obwohl ich so viel Vorarbeit dafür geleistet habe. Ich habe immer noch nicht gepunktet, ich habe nur einmal die Fahne gehabt und fast gepunktet. Das zählt natürlich leider nicht. Ja, hier sieht man jetzt noch sehr schön, wie sich diese Leute da irgendwie streiten, da schießt man am besten gar nicht. Weil das ist immer noch besser, als wir reinzuschießen. Ja, hier natürlich wiederum sehr schön Beispiel, wie das funktioniert. Hier eine Granate hinwerfen und einfach sterben. Ja, das war jetzt gerade ein Tod auf einer Granate. Nicht sehr empfehlenswert. Sowas nennt man theoretisch auch Leichenschändung, aber ja. Ich werde jetzt versuchen, in den nächsten eine Minute und 50 Sekunden, ja, wie nennt man das beim Fußball, wenn man, genau, ich habe keine Ahnung, Zeitverzögerung, Spielverzögerung oder so, wenn man nur untereinander zupasst. Wir wollen einfach keinen weiteren Punkt, dann geht es unentschieden aus. Ja, die Elektroleute überlasse ich lieber den Leuten, die mit den Elektroleuten umgehen können. Ich bin die ganz normale Sturmtruppe im Einsatz. Das ist das Problem, wenn man dann mal nachladen muss, das kann ich generell nicht lernen. Ja, wir, da sind jetzt, ja, ich bin eben der Typ, der nicht so wirklich bei Capture the Flag auf die Flags aus ist.
sondern darauf, seine Leute zu schützen und dafür zu sorgen, ja, hier muss die Granate raufwerfen, weil das wäre sich nicht mehr ausgegangen. Und da fliegt der blöde Scharfschütze. Dafür zu sorgen, dass eben die Gegner möglichst keine Punkte machen und möglichst viele Gegner abzumaxen. Wenn man jetzt noch wüsste, wo man hin muss. Ja, dieses Gegner abmurksen, das hat sich schon manchmal als sehr gut bewährt. Es kommt drauf an, man muss dann auch wissen, wann man punkten muss mit der Fahne, damit man gewinnt, weil wenn alle nur die Gegner töten, dann geht es am Ende 0-0 aus und das will man ja auch. Aber ich denke mir, wenn es ergibt, dann sollte man die Chance ergreifen, so wie jetzt die Fahne nehmen und ich werde euch jetzt einfach mal versuchen, etwas zu zeigen, etwas, was eigentlich ziemlich peinlich für die Gegner ist, wenn da drei Leute mit Geschützen, es waren zwei Geschütze, zwei Scharfschützen, ein Typ mit einem Schrotgewehr und so ist. Und der Scharfschütze dann auch nochmal daneben steht, wenn ich gerade auslaufe. Das ist wirklich sehr faszinierend. Hier ist dann auch nochmal was. Man sieht die ganzen Einschüsse an der Wand. Und ja, ich hätte ehrlich gesagt nicht geschafft, dass ich den Punkt noch kriege. Jedenfalls habe ich ihn gekriegt. Das war... Hier kommt dann noch der Rebell, der mich vermutlich töten wollte. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, das war mein erstes, beziehungsweise eigentlich zweites Let's Play. Ich bin euch sehr dankbar für eine gute Kritik. Bitte abonnieren, damit ihr auch weiter seht, was ich aus eurer Kritik mache. Und wir sehen uns hoffentlich bald, beziehungsweise auf YouTube sieht man sich ja nicht wirklich. Ihr seht mich nicht, ihr habt keine Ahnung, wie ich aussehe. Ich habe keine Ahnung, wie ihr ausseht. Das heißt, theoretisch hört ihr mich und ich weiß von euch überhaupt nichts mehr. Ich lese euch praktisch. Also, ohne jetzt lang um den heißen Brei rumzureden, mache ich jetzt einfach Stopp und ciao, baba.